So, willkommen zu einer weiteren Runde Descent und ja, wir sind hier gerade ziemlich gefangen wegen diesen Kandidaten da. Ich wollte doch nur die Gefangenen befreien. Das können sie mir jetzt aber nicht. Ja, ich bin hier gerade extremst gefangen und aber jetzt sieht es aus, als würde ich gewinnen. Ah. Ich habe gewonnen. Ja. Ja, der hat mich zwar leicht touchiert, der eine, aber das macht nichts. Das bisschen ist vernachlässigbar. Und jetzt holen wir uns die weiteren Gefangenen hier. Shield, Shield. Und da sind aber noch mehr. Und hier ist noch Shield. Haben wir das kleine Problemchen wieder ausgebügelt. Dann speichere ich die Runde nochmal und dann machen wir das Tor auch mal da kaputt. Heilige Scheiße, wie viele Gefangene sind denn hier? Das ist ja übel. Okay, hier ist nix. Und hier ist noch ein so ein Ding. So. Keine Secrets, nö. Vielleicht war ja auch der vermisste Hulk da ja bei von der Menge, die ich da eben geschlachtet habe. So. Jetzt bin ich hier. Ja, ich will hier auch nochmal raus, glaube ich. Genau, um Energy zu sammeln. Und ich denke mal, da unten werde ich auch die Unverwundbarkeit mir vorholen. So. Wo war das jetzt hier? So. Tanken und weiter geht's. Wo war jetzt überhaupt die Unverwundbarkeit? Das ist eine gute Frage. Wo war die? Ach so, die war bei dem Geschlängelgewölbe da, ne? Bei dem Geschlängel da. Wo war das Geschlängel? Au. Neuer Tag und ich weiß wieder nichts mehr. Ach nee, das war in der gelben Tür. Ja. Das war doch hier. Das ist nicht die gelbe Tür. Die gelbe Tür ist hier. So. Speichern. Na, ob ich da rechtzeitig ankomme mit meiner Unverwundbarkeit, das ist natürlich die andere Frage. Und ob die da überhaupt noch liegt, ne? Ich hatte die nicht. Ach nee, jetzt bin ich ja doch wieder hier. Nee. Scheiße. Alles vergessen. Ja. Nee, dann war ich wohl doch eben richtig, oder? Das Geschlängel. Wo war das Geschlängel jetzt? Ach, einer blauen Tür, oder was? Bin ich denn jetzt so verwirrt hier? Ich glaube, hier war das. Ja, das sieht doch schon angenehm aus. So. Gut, so. Sieht es das? Moment. Nein. Was will ich überhaupt hier? Oh, ich bin jetzt so verwirrt hier. Was ist denn das? Moment. Wo war jetzt dieser eine Raum? Haha. Das gibt's ja nicht. Kann ein Mensch denn so verwirrt sein? So, das war jetzt das. Ich glaube, das war doch. Oder ist. Ach, ey. Nein, also doch. Oder nein, oder doch, oder nein. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich es hier feststellen muss. Aber. Es
War doch hier, oder nicht? Oh, ich... Oh Gott, jetzt ist echt Verwirrung hier. Aha. Aha. Ach, das war eine andere Unverwundbarkeit, die hier noch war. Jetzt leuchtet es ein. Okay. Was muss ich damit? Ist da ganz hin? Also, das wird doch nie was. Oh Gott. Wo muss ich jetzt hin? Rechts. Oh, das hält doch nie bis da hinten. Nein. Niemals. Oh, jetzt links. Jetzt hier rum. Oh, nicht dagegen. Ja, bin ich eh unverwundbar. So, so. Oh, scheiße. Nein, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, Mann. Verdammt. Ah. Fail. Der fängt ja gut an hier. So richtig schön Fail und so. Yeah. So. Hier hoch. Wo jetzt? Rechts weiter. So rechts weiter und jetzt hier runter fliegen. Ah, das klappt sogar. Wo seid ihr denn jetzt? Da ist einer. So. Ah. Wie seid ihr nur braun? Das Ding geht auch. Hä? Ich fühle mich verarscht. Moment. Sind die alle hier rausgeflogen oder was? Also. Hä? Moment. Dafür habe ich doch nicht jetzt. Wieso kommt der eigentlich. Hä? Verwirrung. Ich speichere das extra. Das verwirrt mich jetzt so sehr hier. Ja. Das ist schon irgendwie verwirrend. Muss ich ja gerade sagen. Okay. Auch unbeaufsichtigt. Also ich bin jetzt echt verwirrt. Das ist etwa viel. Okay. Na gut. Von mir aus. Oh, die kann ich sogar gebrauchen. Habe ich die jetzt wieder voll? Ja, jetzt aber ja. Aber wir schalten erstmal wieder auf die Homings um. So, ist hier irgendwie noch ein Secret? Nö. Sieht nicht so aus, oder ich bin blind, dass ich sie nicht finde. Das wird wahrscheinlich schon ein paar Mal so der Fall gewesen sein, dass ich hier Secrets übersehen habe. Das denke ich schon. Aber es ist auch nicht einfach, hier alle zu finden. Manche sind echt extrem schwer zu finden. Bis gar nicht sichtbar. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Moment. Wo war jetzt der andere Stand hier, ne? Ich probiere mal was aus. Wenn das nämlich so ist, dann... So. Werde ich mal einfach... Ah, runter hier. Sterb. So, du... Und da werde ich mal hier hochfliegen. Und dir den gar rausmachen. So. Zack. Na, das war doch ein Erfolg. Oder was meint ihr? Das war doch geil. So, speichern wir das Ganze. Viel cooler gewesen. So. So, nochmal Energy tanken. Und dann... die maximale Effizienz hier rausnutzen. Haha. Ich vermisse ja so ein bisschen den Energy zu Shield Converter. Den gibt es nämlich in Decent 2. Wenn man da über 100 Energy hat, kann man das aus Shield übertragen.
würde das sogar Sinn machen, hier zurückzufliegen. Also mehr Sinn machen. Ja. So, hier runter wieder. Es bleibt jetzt sogar offen da oben. Cool. Ach, so war das klar. Also, wenn man zurückfliegt, dann geht das Ding da auf. Aber ich glaube, bei Honky Tonk war das ein bisschen krasser gewesen, denn ich glaube, bei ihm waren hier unten die roten Hulks, also quasi hier so im Schacht, wie es anfangs ja auch der Fall war. Und dann ist er hier runtergeflogen und gleichzeitig ist da oben der rausgekommen. Das war bei ihm, glaube ich, echt so gewesen. Das war dann schon ein bisschen extrem. Das ist bei mir deutlich glimpflicher ausgefallen. Ich habe gleich gewusst, dass Ace leichter ist als Hotshot. Oh Mann. Ja, und wenn ich mal im Nachhinein so überlege, hätte ich wirklich mal, wo ich auf Insane spielen können, ne? Hätte ich echt mal machen können. Na, es kommen eh noch miese Levels, aber trotzdem. Will ich nicht zu früh sagen. Wird schon noch mies werden, aber trotzdem, man hätte es ruhig mal machen können. Nur bei diesen zwei werde ich mich davor ein bisschen sträuben, weil da kann der Auslöser von diesen Spawnern hier unendlich oft ausgelöst werden. Gut, man kann es gut als Aufladestation benutzen, wenn es nicht so schlimme Gegner sind, aber wenn es miese sind, ich weiß nicht, ob mir das so gefallen will. Das muss ich mir nochmal ganz spät durch den Kopf gehen lassen. Muss ich jetzt, ach, ich muss zum Roten, ne? Der ist überhaupt wo jetzt, da muss ich mal eben auf Suche gehen. Naja, auf Suche gehen, das kennen wir schon, ne? Das ist jetzt irgendwie nichts mehr Neues, dass ich hier auf Suche gehen muss. Moment. Anscheinend noch weiter höher. Es scheint hier wieder ganz raus zu sein. Ah ja, stimmt, das war ja ganz am Anfang, ne? Lass mich raus hier. So. Okay. Ja, hier war das Ding. Gleich mal speichern. So. Ja. Gut. Was ist dahinter? Oh oh. Von zwei Seiten. Ich trau dem Frieden nicht. Aha, da ist das Exit. Und da ist ein Kloakengerät. Das finde ich doch gut. Ein Kloakengerät, ja. Irgendwie noch Secrets hier? Man weiß ja nie. Nee, sieht nicht so aus. Oder hier vielleicht? Ja, jetzt habe ich das Kloakengerät auf jeden Fall. Oh ja, oh ja. Wie die roten Hulks den grünen zerlegt haben. Es ist so episch. ja. Oh, ist das ungemütlich da unten. Oh, ich kann da erstmal so vorbei. Das finde ich gut. Vielleicht kriege ich die Bohrer so ausgeschalten. Wo sind die überhaupt?